Wir begrüßen in der Ausstellung Interne Phänomene hier in Adlershof. Wir, Kata Unger, ich, Frank Diersch, sind die Künstler, die diese Ausstellung kuratiert haben. Wir gehören zu dem Projekt German Tatami. Okay, wir sind jetzt hier im großen Raum der Ausstellung. Hinter mir die Arbeit von Cornelia Schleime, Jahrgang 53, eine der wichtigsten Künstlerinnen ihrer Generation. Dieses Bild trägt den Titel Ein Schiff wird kommen, basiert auf gefundenen Fotografien. Ist aus dem Jahr 81, also schon könnte man sagen auch ein früheres Werk von Cornelia Schleime und behandelt in gewisser Weise schon in etwa das Thema der Ausstellung, interne Phänomene, nämlich familiäre Zusammenhänge. Auf der anderen Seite dieser Wand hängen die beiden Arbeiten von Moritz Schleime, dem Sohn, Jahrgang 78. Seine beiden Arbeiten, How Welcome Girls und Michael's Night, wie auch die Arbeit von Cornelia Schleime, sind aus derselben Berliner Privatsammlung. Wir sind sehr froh, die Arbeiten hier zeigen zu dürfen. Weiter im Raum, ganz wichtig, die Skulpturen von Siegfried Neuenhausen. Es sind Skulpturen aus den Jahren 68, 69 und 71, diese Vitrine, aus der Sammlung des Künstlers. Alle anderen Arbeiten aus diesem Zeitraum sind beheimatet in großen Museen und Sammlungen. Und es ist ein unbestrittenes, jetzt muss ich doch sagen, Highlight dieser Ausstellung, dass wir diese Skulpturen hier zeigen dürfen. Wir sehen dann später eine weitere Arbeit von ihm in dem hinteren Raum, wo auch die Arbeit von Julia Neuenhausen hängt, die Tochter des Künstlers. Wir gehen jetzt hier weiter zur Arbeit von Kata Unger. Die Arbeit Slow Motion war im Zwischendeck von Kata Unger, einer Berliner Künstlerin, behandelt das Thema Heterotopien. Dieser Titel bezieht sich auf das Modell von Foucault. Dabei geht es um reale Utopien und um Orte der Wünsche. Im weitesten Sinne geht es um das Darstellen, das gleichzeitige Darstellen von Innen- und Außenraum. Und der Begriff Zwischendeck transportiert sinnbildlich auch die Dimension des Alters und somit kommen wir hier auch zum Thema interne Phänomene. Es geht um Generationen. An der Wand als Satellit neben diesem Bildteppich hängt eine kleinformatige Arbeit von Heinrich Bethge. Heinrich Bethge ist der Künstlervater von Kata Unger. Diese Arbeit heißt Rote Katze. Wir gehen dann weiter zu den Arbeiten von Heinrich Bethge im Nebenraum. In diesem Raum sehen wir weitere Arbeiten von Heinrich Bethge, Jahrgang 1937. Heinrich Bethge ist vor 2 Jahren gestorben. In den letzten 2 Jahren wurden an verschiedenen Orten ausschnitthaft Sachen aus seinem unglaublich großen Oeuvre, aus seinem Werk gezeigt. Und wir haben hier eine besondere, wunderbare Situation, Malerei aus einem Zeitraum zu zeigen, in der es besonders um das Analytische in der Malerei geht, im Hinblick auf Form, auf Reduktion, Abstraktion und es geht um Poesie und Malerei. Also an dieser Stelle der Ausstellung befinden wir uns an einem besonderen Spannungsfeld. Wir haben es hier zu tun mit der Skulptur von Reinhard Bojak und der Malerei von Arno Bojak. Reinhard Bojak ist Jahrgang 1940. Bei diesen Acrylsäulen geht es um ein extrem analytisches Thema. Hier werden die Maßverhältnisse, die aus der Musik kommen, in jeweils Unterteilungen zum Teil spiegelbildlich dargestellt, also in diesen beiden Säulen wohnen Maße, die explizit aus der Musik kommen und die sich unsichtbar, aber eben facettenreich abbilden. Im Gegensatz dazu die Malerei von Arno Bojak. Wir kennen besonders von Arno Bojak diese großformatigen Figurenbilder aus einem fast mythischen Zusammenhang, also Figurenbilder, die in einem Zusammenhang stehen, in einem Kunstkontext, der von Grünewald bis in die Gegenwart reicht. Hier ist jetzt ein Punkt in der Malerei erreicht, also eine konstruktive Formfindung, die aus dem absoluten freien Umgang mit der Form herrührt, aus der Destruktion hin zu einer Form, hin zu einem Formgefüge. Und das sind die Arbeiten, davon gibt es noch 2 ungefähr gleich große Malereien, die den Titel tragen, Schwarze Spiegel aus den Jahren 2014 bis 2015. Noch gar nicht besprochen. Diese Wand, Arbeiten von Marc Rösser. Das ist die Generation auch von Moritz Schleime. Beide kennen sich auch von der Berliner Kunsthochschule.
Das sind Arbeiten aus einem extrem zeitnahen Zusammenhang. Marc Rösser, ein Maler und Zeichner und Bildhauer, reagiert mit seinen Arbeiten auf reale Zusammenhänge in einem fantastischen Zusammenhang. Es geht um Figur, es geht um den Mensch in seiner zerstörten Gegenwart und es geht natürlich es geht um Kunst. Die Arbeit Refurbished Castle Knock It Down von Julian Neuenhausen aus diesem Jahr ist speziell für diesen Ort und für diese Ausstellung hergestellt worden. Es ist eine 90-teilige Collage aus Teppichen. Die Arbeit hat aber ihren Ursprung schon im Jahr 1993 und bezieht sich, wie man sieht, auf das Thema Castle, Festung, Europa. Und als sie mit dieser Arbeit und diesem Komplex von Arbeiten anfingen, gab es diesen Begriff in dem Maße noch gar nicht. Dieser Arbeit gegenüber steht eine weitere Skulptur von Siegfried Neuenhausen. Wir haben schon drei andere gesehen vorne in der großen Halle. Diese Arbeit ist auch aus dem Jahr 1969. Und in diesem Raum weitere Höhepunkte natürlich der Ausstellung sind die Arbeiten von Georg Polke und eine Arbeit von Sigmar Polke. Die Arbeiten von Georg Polke, das sind Arbeiten, die auf Fundstücken basieren und von ihm bearbeitet wurden. Ihm zur Seite hängt die einzige Arbeit von Sigmar Polke in dieser Ausstellung. Neben der Arbeit von Sigmar Polke die wunderbaren Zeichnungen von Holger John, einem Zeichnerkollegen und Freund, der inzwischen eine Galerie in Dresden betreibt. Der Vater des Künstlers, Joachim John, assistiert auf der Rückseite dieser Wand. Die Künstler hängen Rücken an Rücken. Das ist natürlich auch ein schönes Sinnbild für zeichnende Künstler, die normalerweise im Verborgenen wirken. Jetzt eine wunderbare Resonanz und wir sind froh, dass hier an diesem Ort, in dieser Galerie, diese Arbeiten zu diesem Zeitpunkt gezeigt werden können und sind natürlich danken uns an dieser Stelle bei der Galeristin und bei den Leuten, die uns sozusagen hier geholfen haben. Und ganz besonders natürlich bei den Künstlern und Leihgebern. Thank you.